begrüße dich ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute wieder ein Ausmistungsvideo. Und zwar sind heute meine Pigmente dran. Und da würde ich sagen, ich wünsche dir viel Spaß dabei. So, wir starten jetzt mit dem von Clarins, keine Ahnung, wie man das genau ausspricht. Ich kann nicht Französisch. Das sind jetzt die Ombre Iridescent Eyeshadow Long Lasting Cream to Powder, die 01 Antique Rose. Die schaut so aus und da werde ich auch alles swatchen. Also ich habe jetzt nicht so Gefühl, dass es Cream to Powder ist, sondern einfach ein Puderlidschatten. So schaut es aus. Die habe ich ganz neu, also ganz neu nicht. Die habe ich vor letztes Jahr irgendwann gekauft. Und deshalb werde ich sie definitiv noch behalten. Dann habe ich hier die 03 Antique Grey. Das habe ich zur gleichen Zeit wie das andere gekauft. Aber bei dieser Farbe bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich sie überhaupt noch will. Ja, so schaut es aus. Obwohl, es ist schon schön. Ich behalte sie jetzt im Moment noch. Dann habe ich hier... Ich muss ganz ehrlich sagen, alle Chanel Lidschatten möchte ich behalten. Also diesen hier, New Moon. Ich werde sie alles swatchen. New Moon ist Chanel. Die sind wirklich absolut genial. Da kann ich mich einfach nicht davon trennen. Dann haben wir hier Vision, das ist einfach ein Goldschimmer, was ich, glaube ich, an meinem Hochzeitstag benutzt habe. Bin jetzt gar nicht mehr sicher. Gefällt mir wirklich auch sehr gut. Dann haben wir hier Fantasmi, das ist ein Weißschimmer. Oh, die sind so toll. Dann habe ich hier noch Convoitis, keine Ahnung, die einfach, ich finde einfach die Namen so doof, also doof. Ja, es ist einfach kaum auszusprechen, also für mich jetzt. Oh, ist das schön. Dann habe ich hier Emeril, das ist eines der bekanntesten Lidschatten ever von Chanel. Also auch einfach aus dieser Reihe jetzt. Oh, das ist wunderschön. Dann habe ich hier Impulsion. Das ist so ein wunderschönes Rosa. Dann haben wir, das ist Dior. Nein, das ist Chanel. Ich glaube Dior. Dann haben wir hier, das ist Utopia. Ich bin einfach ein absoluter Fan von dieser Illusion d'Ombre Lidschatten. Das ist ein bisschen heller. Dann habe ich noch Mirage. Das ist auch wunderschön. Und dann zu guter Letzt habe ich Illusoire. Habe ich auch letzten Sommer sehr gerne getragen. Also Sommer, Herbst eigentlich. Ja, die behalte ich alle. Und da muss ich aber diesen hier hergeben, weil ich weiß nicht, ob du es erkennen kannst. Dieser Ton hier und dieser von Chanel sieht schon ähnlich. Also kommt dieser hier weg. Habe ich gar nicht gewusst. Kommt davon, wenn man so viele Produkten hat. Also das kommt weg.
Dann habe ich hier, wie gesagt, von Dior 4 Stück. Ein matter Lidschatten Nocturne. Das ist jetzt ein schwarzer Ton. Also, ups, ist noch ein bisschen. Kein gutes Swatch. Mach's nochmal neu. Ja. Diesen hier gebe ich auch weg, weil matten schwarzen habe ich schon und es gibt besser pigmentierte wie diesen hier. Dann habe ich hier Millennium. Das ist so ein Khaki, was in Gold und weiß ich was alles changiert. Ich weiß nicht, ob du es erkennen kannst. Ja, siehst du? Oh, ich liebe diesen Schimmer. Dann habe ich hier Meteor. Das ist auch wunderschön. Oh, ich muss das unbedingt wieder tragen. Vor allem jetzt, wo es wärmer wird. Oh Gott im Himmel. Dann habe ich hier noch Jade. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. So habe ich bei den einen den Deckel drauf und bei den anderen nicht. Ja, diese hier weiß ich jetzt nicht. Da sieht man kaum was. Aber es ist doch auch so ein wunderschöner Ton für den... Ich denke, ich behalte den, weil es ist schön leicht für den Alltag, jetzt im Sommer super geeignet. So, dann würde ich sagen, kommen wir zu Kiko. Da habe ich nur noch zwei so Pigmente. Die sind jetzt aus dem letzten LE gewesen, glaube ich. Aber die haben so ein Duochrom, deshalb habe ich sie mir gekauft. Ich weiß gar nicht, ob du irgendetwas erkennen kannst. Gefällt mir eben auch sehr gut. Ups. Dann habe ich hier noch die 03 und das ist die 04. Ich werde die definitiv behalten. Oh, so schön. So, dann kommen wir zu MAC Pigmenten. Da werde ich wahrscheinlich auch nicht viele hergeben. Was ich definitiv mal weggebe, ist dieser Ton von Catrice. Denn es kommt an dem MAC Vanilla sehr nah ran, also quasi fast ein Dupe. Also den MAC Vanilla von MAC Vanilla werde ich behalten. Und diesen, obwohl es auch wunderschön. Es hat einfach nur Schimmer. Swatche nochmals den von MAC. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann mich gar nicht trennen. Ups. Ja, also den von MAC ist einfach besser pigmentiert. Und den von Catrice ist einfach so eher glitzernd, sage ich jetzt mal. Und den von MAC ist so ein Schimmer, was man... denke ich auch sehr gut als Highlighter verwenden kann. Diese hier ist schon sehr speziell, aber den benutze ich einfach nicht, deshalb kommt sie weg. Dann habe ich hier noch auch ein MAC Sample. Oh, das ist aber sehr schön so. Ich liebe Glitzer. Oh, das ist ein bisschen gröber. Oh, das ist wunderschön. Oh, den werde ich definitiv noch behalten. Also, ich denke, ich werde... ist das Museum Bronze. Ja, ich kann mich von den MAC
Produkten einfach nicht drinnen. Deshalb werde ich wahrscheinlich all meine MAC-Pigmente noch behalten, so wie diesen hier, aber ja. Okay, ich werde wahrscheinlich Fuchsia hergeben, weil in diesem Dings hier ist auch so ein ähnlicher Ton. Und ich denke, ich brauche nichts Obst. Ich brauche nicht beides. Kann gar nicht gut swatchen. Es ist zwar sehr schön, aber wie gesagt, ich brauche es einfach nicht. Das kommt weg. Das kommt weg. Das Old Gold. Da habe ich noch Golden Olive. Das werde ich definitiv behalten. Das ist so aus einer LE gewesen. Ich weiß gar nicht, welche LE und was das genau für ein... Oh Gott im Himmel. Das könnte ähnlich sein. Old Gold. Nein, es ist zwar ganz ein anderer Ton, aber ich glaube, ich gebe diesen her, weil ich so etwas wahrscheinlich gar nicht tragen werde. Dann behalte ich definitiv Tan, Melon, Blue Brown, diesen hier, dann noch so ein schimmernder, Operized. Diese hier aus einer LE definitiv. So, dann haben wir noch hier Samples. Machen wir mit dem weiter. Oder habe ich jetzt? Nein. Oh, das ist so ein schöner Glitzerton. Oh. Das werde ich definitiv auch behalten. Definitiv. Aus Scheibe bei den Pigmenten mache ich mich wirklich sehr schlecht. Oh. Ach Gott, ist das schön. Was habe ich hier? Hier habe ich Violett. Ja, den gebe ich auch her. Obwohl es ist halt schon ein schöner Ton ist. Ja, aber ich habe Lidschatten in dieser Farbe, deshalb kommt die jetzt auch weg. Dann habe ich hier noch Cornflower. Schön aus, aber P2 hat ja auch so etwas ähnliches. Ja, den von P2 habe ich ja auch, was in diese Richtung geht, deshalb kommt es auch weg. Dann habe ich hier noch ein Glitzer Roll-On von The Body Shop. Obwohl, es sieht schon schön aus. Ah, ich weiß nicht. Ich benutze es einfach nicht, deshalb kommt es weg. Dann habe ich hier noch einen Roll-On-Schimmer von NYX. NYX. Ja, diesen hier werde ich noch behalten. NYX ist tierversuchsfrei und ist immer gut. Obwohl, den von... Ja, nein, ich verwende es gar nicht. Obwohl, ich weiß gar nicht, wann ich sie verwenden sollte. Und ich habe es schon so lange. Nein, ich werde sie nicht mehr verwenden. So, bei dieser Kategorie habe ich mich jetzt sehr schlecht gemacht. Ich habe 2, 4, 6, 8 Produkte weggegeben. Dann habe ich jetzt noch 37. Naja, wenigstens 8. Ja. Wie im Video schon erwähnt, habe ich mit 45 Pigmenten angefangen und davon sind leider nur 8 weggekommen. Das heißt, ich habe immer noch 37, aber lieber 8 weniger als immer noch die 45. Ich denke immerhin etwas
Und das ist auch schon mal einen Schritt. Ich denke so, wenn ich so die Zahl sehe, was ich jetzt alles weggegeben habe, ist schon recht viel. Also über 100 Stück, also über 100 Produkte, was ich jetzt in dieser kurzen Zeit schon weggegeben habe, ist doch mal einen guten Anfang. Und ja, ja, da würde ich sagen, ich hoffe, dass es dir so weit gefallen hat. Da würde ich mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dann, bye! Hier habe ich all meine Projekt Pen Produkte aus dem Augenbrauenbereich.